Bereits zum 7. Mal öffnete die DogLife in Münster am Wochenende die Tore für die rund 15.000 Zwei- und die 3.000 vierbeinigen Besucher. Neben der Vorstellung verschiedener Hunderassen konnten sich Hundeliebhaber in zahlreichen Workshops über das abwechslungsreiche Zusammenleben mit ihren Tieren informieren. Schnüffelspiele, Longieren oder Massagetechniken für den Hund. Das Mitmachprogramm bot eine bunte Palette für Groß und Klein. Auch im Messebereich gab es viel zu entdecken. Von speziellen Haushaltsgeräten für Haustierbesitzer über tierischen Schmuck für Herrchen und Frauchen bis hin zur ausgiebigen Bettenprobe für schläfrige Vierbeiner konnte man sich einen Eindruck über neueste Trends verschaffen. Also Rindergaumenhaut ist sehr beliebt und Kalbschwänze sind hier sehr beliebt heute. Im Moment laufen die Blingi-Halsbänder am besten, gefolgt von den Futternäpfen. Ist ein Anti-Schlingennapf. Bei uns gibt es Hundesnacks in der getreidefreien Variante und auch mit Getreide. Und ganz beliebt sind diese Chewies, das sind so kleine Knöchelchen, die gehen auch sehr gut in die Futterbälle rein. Neben den vielen Showattraktionen war natürlich die Gala am Samstagabend das große Highlight der DogLife 2015. Neben dem Auftritt von Supertalentgewinner Lukas Pratschka mit seinem Hund Falco gehörte die Wahl des DogLife Multitalents zu den Höhepunkten der Show. In einem Vorentscheid konnten sich Teilnehmer aus ganz Deutschland für das Finale qualifizieren. Hunde- und Filmtiertrainer Dirk Lenzen musste gemeinsam mit seinen Jurykollegen entscheiden, welches Team seine Choreografie am späten Abend präsentieren darf. Also das Besondere ist für mich erstmal, dass ich hier keine Hunde treffe, die wirklich unter Stress stehen, wo jemand auf Biegen und Brechen versucht, sein Tier darzustellen, nicht mehr an Tierschutz denkt, sondern eher an den Wettbewerb. Mir kommt es darauf an, dass ich eine Konstellation treffe, ein Team, wo der Hund seinen Besitzer kennt, wo der Besitzer aber auch seinen Hund kennt. Die wissen, wann ist Ende, wann ist Schluss und was noch geht. Und diese Harmonie, die man dann dort erlebt, die ist für mich sehr wichtig. Wer den Titel mit nach Hause nehmen durfte, darüber entschieden letztendlich die Zuschauer. Geschafft hat es Schafpudel-Mix Mumford mit Frauchen Charlie Arzberger-Scott. Mit ihrer witzigen Kombination aus Comedy und Hundetricks sicherten sie sich den Sieg und dürfen somit auch bei der DogLife Gala 2016 ihr Talent ein weiteres Mal vor großem Publikum präsentieren.